Hallo, hier ist der Lars von Ruhr Energie. Herzlich willkommen. Ich wurde jetzt die letzten Wochen immer mal wieder gefragt, was wir denn empfehlen würden bei einer Fructoseunverträglichkeit, weil wir ja sagen, man soll ganz viel Obst essen. Und ich verstehe natürlich, wenn jemand eine Fructoseunverträglichkeit hat, dass jemand damit echt Probleme hat. Und bevor man dann halt so einen Lifestyle lebt wie wir, mit sehr viel Obst und auch vielen Gemüsesorten haben das ja anscheinend auch, dann muss man erstmal gucken, dass man das wegbekommt, die Fructoseunverträglichkeit. Dadurch, dass wir da keine Spezialisten für sind, weil wir das beide nicht haben, die Alexandra nicht und ich auch nicht, zum Glück, würde ich euch da gerne an zwei Kanäle verweisen. Und zwar einmal an die Eileen von dem Kanal Little Bee. Den verlinke ich mal am besten in der Beschreibung, weil ich gucke auch meine Videos immer auf dem iPad und da sieht man solche Einblendungen, wie ich sagen würde, ich blende das jetzt hier mal ein, sieht man halt einfach nicht. Und also in der Beschreibung findet ihr den Link zu der Eileen. Und zwar die hat ihre Fructoseunverträglichkeit schon vor einigen Jahren wieder wegbekommen durch eine Darmsanierung und noch einige andere Sachen. Guckt da mal in ihren Videos. Die kennt sie auch sehr gut aus mit Basenfasten und vielen anderen Dingen. Auch mit Neurodermitis hat sie sehr, sehr gut in den Griff gekriegt. Und die hat ein, vielleicht finde ich das Video auch, wo sie darüber schreibt, erzählt, was ihr da gemacht habt. Und das verlinke ich vielleicht auch nochmal direkt. Dann der Kanal von der Claudia, die heißt Coconut 21.7. sonst wie, keine Ahnung, ich verlinke euch den Kanal auf jeden Fall mal hier in der Beschreibung. Und die ist gerade drauf und dran, ihre Fructoseunverträglichkeit wegzubekommen. Ist ganz interessant, die dabei auch zu verfolgen und zu gucken, wie sie das macht. Und vielleicht guckt ihr euch die beiden Kanäle mal an, abonniert die und bleibt dann auf einem Laufenden, wie die das machen und guckt einfach mal ein paar Videos von denen durch, was sie dagegen tun, um halt ihre Fructoseunverträglichkeit auch wegzubekommen. Meistens ist es so, man entwickelt das durch einen löchrigen Darm, man nennt das auch Leaky Gut Syndrome, dass dann halt plötzlich die Sachen in den Blutkreislauf kommen, die nicht da rein sollen. Ja, dadurch entstehen viele Unverträglichkeiten. Steht oft auch im Zusammenhang mit dem Candida-Pilz, den ja viele Leute haben. Ich habe mir den halt vor ein paar Jahren schon mit einer Heilpraktikerin quasi ausgetrieben, diesen Candida-Pilz. Habe meinen Darm wieder aufgebaut, auch mit Probiotika, mit Vitabiosa nehme ich da. Das ist so Sachen, die man auch, Probiotika, die man im Kühlschrank sogar aufbewahren muss. Und damit kriegt man das eigentlich ziemlich gut hin. Manche nehmen noch Heilerde dazu oder sowas, aber da bin ich nicht der Fachmann. Wichtig wäre vielleicht auch, wenn ihr einen guten Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin in der Nähe habt, einfach mal aufsuchen und mit der zusammen oder dem zusammen versuchen, das wegzubekommen. Es gibt da Möglichkeiten und ihr solltet wirklich dran gehen, weil meistens seid ihr dann noch unverträglich auf andere Dinge, weil es wird auch immer mehr mit den Allergien, Unverträglichkeiten, wenn der Darm kaputt ist. Also baut euren Darm wieder auf und dann könnt ihr auch irgendwann mal einen Bananensmoothie mit 10 Bananen oder sowas trinken. Ja, alles Gute, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das losbekommt und bis bald. Tschüss!